Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog in eigener Sache. Sie haben vielleicht den Karashi Tosai Verkaufsblog gesehen. Was war das größte Missverständnis, wenn Fragen und Bestellungen? Mit der Abholung. Abholung. Viele von Ihnen, obwohl wir es ganz fett reingeschrieben haben und eigentlich auch im Video erwähnt, das Video war wohl ein bisschen missverständlich. Carina hat es heute Morgen auch zugegeben, hat gesagt, Ajo, ich habe mir das Video auch mal angeguckt. Ajo, so klar wie ihr tut, war das nicht. Oder so war es. Ja, so war die Aussage. Also, ab 18 Grad können Sie die Fische zusetzen. Wir würden aber nicht empfehlen, wenn Ihr Teich jetzt noch 18 Grad hat, den Teich zu werfen und dort zu überwintern, sondern wenn Sie eine Innenhälterung haben, dann können Sie die dort reinsetzen. Und für alle, die im Frühjahr einen haben wollen, werden wir im Frühjahr auch noch welche haben. Also wir verkaufen jetzt sicherlich nicht alle sofort, sondern wir wissen, dass wir Kunden mit Innenhälterung haben. Wir wissen, dass wir Kunden haben, die nur Teiche außen haben. Und wir wollen ja jetzt die nur einen Teich außen haben, wollen wir jetzt nicht bestrafen und sagen, ihr kriegt keine. Nee, das machen wir sicher nicht. Und für alle die, die jetzt nicht online irgendwas bestellen wollen, sondern sich erstmal mit den eigenen Augen hier von der Qualität dieser Koi überzeugen wollen, bieten wir jetzt, was haben wir eigentlich jetzt am nächsten Samstag für ein Datum? Ich habe mein Handy nicht da, das wird der vierte, fünfte Freitag, Samstag sein. So, das muss man nachher auch der Carina sagen, das ist der fünfte, ist der Freitag, da haben wir hier nichts, genau. Ja, ich bin mittags nicht da, da bist du da. Am Samstag von 8 bis 16 Uhr können Sie sich Termin geben lassen. Das ist der 6. November und am 12.13. Genau, 12.13. November ist Freitag, Samstag, können Sie sich auch jeweils von 8 bis 16 Uhr einen Termin geben lassen. Das ist dann ein sogenanntes Karashi-Outlet, um hier Fische direkt auszusuchen und zu kaufen. Aber, auch ganz wichtig, wir haben nur Wagoi-Karashi-Goi, wir haben noch ein paar Karashi-Chagoi. Wir haben keine Deutz-Karashi, wir haben keine Ginring-Karashi, wir haben keine Ojiba, keine sonstigen Kawari-Mono, weil da wissen die Leute dann manchmal auch nicht so genau, oder ist klar, man erwartet von einem Koi-Handel natürlich eine Vielfalt und alles. Die können wir aber um die Jahreszeit nicht liefern. Warum nicht? Weil nur die Karashi-Goi jetzt wirklich so vorwüchsig sind und so stabil, dass man die schon im September rausschicken kann, dass wir die hier selber groß machen können. Mit den allermeisten anderen Varietäten können wir das definitiv nicht. Die sollten idealerweise bis Februar mindestens erstmal in Japan bleiben und dort in Obhut von Konishi, und dann sind die stabil genug, dass man die problemlos und ohne dass nach dem Shipment Verluste eintreten, kann man die dann verschicken. Also, wir haben nur Wagoi Karashigoi, aber so wie in den anderen Blogs jetzt schon erklärt, die mit dem abartigsten Wachstumspotenzial, was wir je gesehen haben. So, was hast du noch hinzuzufügen? Gar nichts. Wir freuen uns auf jeden Fall, jeder, der kommt. Wir freuen uns riesig. Nein, wirklich. Karashis aussucht. Cool, macht Spaß, wird Ihnen auch Spaß machen. Und Sie können im Prinzip, wenn Sie jetzt einsteigen, eine Innenhälterung haben und die heizen können, können Sie im Frühjahr, ich schätze mal, im Mai sind die ersten so um die 60 cm. Haben wir jetzt wirklich nichts vergessen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, es war wirklich deutlich. Eindeutig. Genau. Also, und du sagst jetzt, Carina, die Daten für das Outlet. Genau. Dann machen wir noch ein Newsletter, den wir rausschicken. Und dann können Sie sich einfach telefonisch oder per E-Mail melden, um dann einen Termin auszumachen. Genau. Ciao. Ciao.